Hallo und herzlich willkommen in 2017. Ich hoffe, du hast das Jahr gut überstanden. Ich hoffe, du hattest schöne Feiertage. Ich hoffe, du konntest dich etwas ausruhen, etwas zurückziehen und vielleicht auch ein wenig über das vergangene Jahr reflektieren. Mein letzter Beitrag ging ja genau darum, was war, was kommt. Und heute möchte ich ein wenig drauf schauen, was es denn eigentlich heißt, sich selbst zu verändern oder das eigene Leben zu verändern und sich so zu gestalten, dass man ein Leben hat, das man liebt. Veränderungen sind ja nicht leicht. Veränderungen sind eher etwas, was wir Menschen nicht so gerne mögen. Und ich möchte heute mit dir ein wenig drauf schauen, welche Schritte gibt es denn da oder was ist denn der Prozess bei Veränderungen und wieso letztlich auch ich den Job mache, den ich mache. Das kommt dann nachher am Ende nochmal raus. Veränderungen haben ja immer was damit zu tun, dass du im Moment vielleicht unzufrieden bist mit dem, was du hast, mit deinem Leben so, wie es heute ist. Jetzt weiß ich nicht genau, an welchem Punkt du stehst, ob es im Moment einfach der Stress, die Mehrfachbelastung überhand nimmt und du sagst, ich möchte raus aus diesem Hamsterrad und mehr Entspannung, mehr Lebensfreude, mehr Gelassenheit in mein Leben holen. Oder ob du jemand bist, der gerade etwas Klarheit braucht für deine Zukunft, für deinen Werdegang, für deinen Beruf, für dein Leben. Egal an welchem Punkt du stehst, wenn du Podcast-Hörerin bist oder dir das Video anschaust, das ich parallel aufnehme, oder wenn du vielleicht sogar Kundin bist von mir oder Newsletter-Leserin, dann nehme ich mal an, dass du auch etwas verändern möchtest, dass du dich inspirieren lassen möchtest, dass du dich begleiten lassen möchtest, dass du dir eine Unterstützung wünschst, um dein Leben so zu gestalten, wie du es haben magst. Und ein allererster Schritt, und das ist mit der wichtigste Schritt überhaupt, ist es, dass du dich dann damit auseinandersetzt, was denn gerade in deinem Leben nicht so ganz passt. Was ist es denn, was so hakt oder was dich unzufrieden macht oder vielleicht auch unglücklich macht? Manchmal ist es ganz offensichtlich, manchmal fällt es unglaublich leicht, das aufzuschreiben. Und manchmal ist es nicht so offensichtlich. Manchmal lohnt es sich, genauer ranzuschauen, nochmal tiefer zu blicken, nochmal da reinzugehen und zu sagen, warum macht es dich unzufrieden? Was ist das, was dir das Leben schwer macht im Moment? Oder was es dir auch schwer macht, alleine weiterzugehen? Das ist mal der allererste Schritt. Der zweite Schritt ist auch ein sehr wichtiger. Da geht es um eine Entscheidung zu treffen. Ja, ich möchte etwas verändern. Und das klingt so leicht und trotzdem machen so viele nicht. Warum? Weil es eben keine leichte Entscheidung ist. Weil jede Entscheidung hat ihren Preis. Für jede Entscheidung muss ich was tun. Ich muss entweder Zeit oder Geld oder auf jeden Fall was investieren, um etwas zu verändern. Ich muss mir Gedanken machen. Ich muss mir überlegen, was will ich denn überhaupt? Die Entscheidung zu treffen ist nochmal ein Schritt, der sehr viel Mut braucht, der Kraft braucht und der aber nur von dir kommen kann. Das kann nur aus deinem tiefsten Innern kommen. Übrigens, hier in Wien stürmt es wahnsinnig. Da fährt dauernd schon Feuerwehr und Notarzt und du wirst vielleicht ein wenig Geklapper und Windgestöber hören. Dafür mal eine Entschuldigung und ja, zurück zu zur Lebensveränderung. Was ist es, was du brauchst, um dein Leben zu verändern? Wie gesagt, wo stehst du? Was ist das, was dich gerade ärgert oder was dich so ein bisschen behindert, auch weiterzugehen? Das Zweite ist, du brauchst die klare Entscheidung, ein Commitment, dass du etwas verändern möchtest. Das ist etwas, was ich auch in meinen Coachings ganz oft erlebe, dass Menschen kommen, die möchten gerne was anders haben, aber sie haben kein Commitment. Was meine ich mit Commitment? Das ist die eigene Überzeugung und den Willen und das sich wert sein, diesen Weg zu gehen und dafür alles zu geben, was nötig ist. Denn manchmal ist es nicht nur Zeit und Geld, die wir investieren müssen, um etwas zu verändern. Manchmal braucht es Mut, manchmal braucht es Kraft, neue Fähigkeiten, neue Fertigkeiten, die man lernen muss.
Und es ist also ein Commitment deshalb notwendig, weil du ansonsten bei der ersten Hürde aufgeben wirst. Im Coaching ist es dann meistens so, dass wenn ich im Gespräch oder im Arbeiten mit meinen Kunden an einen wunden Punkt komme, wo genau auch Schmerz und vielleicht Trauer oder Frust sitzt, dann ist es oft so, dass die Menschen, die kein Commitment haben und sich's nicht wert sind, dass die dann abbrechen. Die hören dann auf mit der Zusammenarbeit und gehen letztlich unzufrieden nach Hause. Was es also braucht, ist dieses Commitment. Also wenn ich sage, ich möchte abnehmen, machen wir ein einfaches Beispiel, dann muss ich tatsächlich etwas verändern an meinem heutigen Lebensstil, denn sonst werde ich nicht abnehmen. Das heißt, ich muss mich von Dingen lösen, ich muss unbequeme Entscheidungen vielleicht treffen, neue Fähigkeiten dazu lernen, wie ich denn diesen Weg gehen kann. Vielleicht brauche ich Begleitung, vielleicht auch nicht, aber ich muss auf jeden Fall etwas anders machen. Und das ist nicht immer leicht, das macht Angst und deshalb fällt diese Entscheidung oft schwer. Wenn du das aber hast, wenn du das Commitment hast und wenn du weißt, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, ich will etwas verändern, dann gilt es zu schauen, okay, dann richten wir dein Navigationsgerät ein. Wohin geht deine Reise? Wie sieht der Weg aus? Wo möchtest du hin? Wie soll ein Leben aussehen, in dem du dich wohlfühlst? Wie soll es sein? Wird es da mehr Lebensfreude, mehr Spontanität oder mehr Gelassenheit, mehr Freiheit, mehr Klarheit, ein bestimmter Berufswunsch, ein bestimmter Gehaltswunsch, ein bestimmter Umstandswunsch, damit meine ich, wo du lebst und wie du lebst. Wie sieht dein Leben aus? Tauch da mal ein und das ist tricky, weil das Träumen allein wurde uns ja, aufgrund unserer eigenen Erfahrung, manchmal auch aufgrund unserer Erziehung ja schon genommen. Die meisten von uns gehen davon aus, ich brauche es mir ja gar nicht erst vorzustellen, weil ich habe Angst, dass ich es nicht erreiche. Und dann habe ich wieder mal versagt. Das heißt, wir gehen schon vorab davon aus, dass wir es vielleicht nicht erreichen können und deshalb gönnen wir es uns schon gar nicht mehr zu träumen. Dabei ist das so, so wichtig. Das ist die Quelle für die Motivation, für dein ureigenstes, was aus deinem Herzen kommt, etwas, was dir was bedeutet, etwas, was dich glücklich werden lässt. Schieb das nicht zur Seite, sondern trau dich zu träumen, trau dich darüber nachzudenken, wie du dein Leben gestalten würdest. Wie du dann dahin kommen kannst und ob du dorthin kommen kannst, das wirst du später merken, aber du musst zunächst einmal Mut finden, diesen Traum zu wagen und dir Klarheit verschaffen darüber, was ist es eigentlich, was ich will? Wie soll mein Leben aussehen? Was würde mich morgens beim Aufstehen glücklich machen, weil ich weiß, dass es kommt? Das sind Fragen, die solltest du dir unbedingt stellen und die sind wichtig. Die sind wichtig deshalb, weil es um dein Leben geht. Und ohne den klaren Blick drauf, was dir heute nicht gefällt oder was dir heute Schmerzen bereitet oder was heute Trauer und Frust ausmacht, ohne dem Commitment, was zu ändern und ohne dem klaren Ziel nach vorne, wird es ganz, ganz schwer. Wird es ganz, ganz schwer und natürlich kannst du viele meiner Podcasts hören und zu mir in Coaching kommen, aber du wirst dein Ziel nicht erreichen, weil du ja gar nicht weißt, woran du erkennen kannst, überhaupt angekommen zu sein. Und das ist mal der Rahmen dafür, für persönliche Weiterentwicklung, dafür, das eigene Leben zu verändern, hinzugehen, rauszugehen und das Leben in die Hand zu nehmen und zu sagen, es ist meins verdammt und ich will mich wohlfühlen, ich habe ein Recht darauf. Das sind so die Rahmenbedingungen. Und was dann passiert, ist etwas, über das ich noch mit dir sprechen möchte. Veränderungen sind so eine eigene Kiste, die zwar per Modell immer gleich verlaufen, da gibt es so eine Veränderungskurve, die im Grunde immer gleich läuft. Du beginnst mit einer Veränderung, dann beginnt das Tal, die Talfahrt, sage ich jetzt mal. Denn diese Analyse, was ist, was soll werden und die ersten Schritte zu gehen, sind fordernd. Deshalb, weil, wie gesagt, eine Veränderung nur dann möglich ist, wenn ich was verändere.
Das heißt, solange ich so lebe, wie ich heute lebe, werde ich mich morgen nicht anders fühlen. Erst wenn ich es schaffe, da rauszutreten, Neues zu integrieren, neue Art und Weise zu finden, über gewisse Dinge zu denken, neue Handlungen zu setzen, erst dann werde ich neue Ergebnisse erreichen. Ja? Du kennst mein Bild mit diesem Kreis, deine Gedanken bestimmen dein Handeln bestimmt deine Ergebnisse und deine Ergebnisse bestimmen, wie du darüber denkst. Und so geht dieser Kreislauf fort und fort und bestimmt letztlich, ob du deine Ergebnisse erreichst. Das heißt, du wirst dort immer wieder Anpassungen vornehmen. Du wirst immer wieder vielleicht auch da auf der Suche sein nach neuen Ideen und nach neuen Inspirationen. Das heißt, du wirst anfangen, dich zu studieren und das ist nicht immer angenehm. Wenn ich mich mit mir selber auseinandersetze, mit dem, wie ich ticke, mit dem, was ich brauche, mit dem, was wie bisher mein Leben gelaufen ist, dann wird da nicht nur Schönes dabei sein. Dann werden da auch unangenehme Dinge auftauchen, dann werden da Themen auftauchen, vor denen ich mich bisher gerne geduckt habe und deswegen die Talfahrt. Das heißt, auf dem Weg hin zu einem neuen Leben geht es manchmal oft, meistens erstmal leicht nach unten. Das ist nichts Außergewöhnliches, das ist nichts Schlimmes, sondern es ist ganz normal, das geht allen von uns so. Und es ist egal, ob du an eine persönliche Weiterentwicklung denkst oder vielleicht an eine Veränderung, die in deinem Umfeld stattgefunden hat. Diese Kurve durchlaufen wir alle. Das ist völlig normal. Und auf dieser Talfahrt passiert es dann oft, dass man verschiedene Ausstiegssituationen nutzt, weil man an Grenzen stößt, weil es unangenehm ist, weil es schmerzhaft ist, weil es frustrierend ist, weil es uns wütend macht, weil es all diese Emotionen hochbringt, die wir zu bearbeiten haben, um etwas Neues zu schaffen. Das heißt, auf diesem Wege gibt es unglaublich viele Exit-Möglichkeiten, unglaublich viele Momente, wo du sagen kannst, jetzt steige ich aus, ich will das nimmer, das lohnt sich nicht. Und da durchzugehen, dafür möchte ich dich Mut machen, weil nach diesem Tal der Tränen, nach all dem, was da so Unangenehmes hochgekommen ist und nach all dem, was du da entdeckt hast, was dir eigentlich nicht gefällt an dir oder an deinem Leben, hast du die Möglichkeit, was Neuem Platz zu machen. Weil es gibt so diesen Spruch, wenn sich eine Türe schließt, kann sich für was anderes eine Türe öffnen. Wenn man etwas ziehen lassen kann, loslassen kann, gibt es Platz für was Neues, für dein Neues. Und das ist so spannend und kraftvoll. Das heißt, wenn du es geschafft hast, diesen Weg zu gehen und durch dieses Tal der Tränen durch zu sein, dann hast du Raum und Platz und Zeit für all das Neue, was da kommt. Und da kommt wieder die Energie zum Sprudeln, da wird es motivierend, da merkst du, wie es Stück für Stück besser wird und besser wird und du anfängst aus diesem Tal herauszukommen. Und du erkennst dann nämlich schon, wie es sein kann, so zu leben. Ich gehe davon aus, dass Veränderung nichts Einmaliges ist, kein einmaliger Prozess, den ich einmal durchgehe und dann bin ich fertig und habe nichts mehr zu tun. Es ist, unser Leben besteht aus Veränderungen. Und es ist lediglich die Frage, ob du aktiv daran teilhaben möchtest und dein Leben selber in die Hand nehmen möchtest und Einfluss darauf nehmen möchtest, wie diese Kurve endet. Oder ob du sagst, ich lasse es geschehen, ich bin Teil des Ganzen, die anderen sollen entscheiden. Und glaub mir, ich habe lange so gelebt. Ich weiß, dass das sehr bequem ist und ich weiß, wie viel Angst man vor dem anderen hat. Oder vielleicht auch mal gar keine Idee hat, wie das überhaupt gehen kann. Und nachdem ich mich auf diesen Weg begeben habe, möchte ich dir mitgeben, dass das so kraftvoll ist und mir so viel zurückgibt und ich so viel Lust darauf habe, mich noch weiterzuentwickeln und noch mehr von diesen unbequemen Gefühlen wahrzunehmen, weil ich weiß, dass man daran wachsen kann, weil ich weiß, dass wir uns ständig und immer weiterentwickeln. Das ist wie, da gibt es dieses Sprichwort mit dem Fluss, du kannst nie zweimal an der gleichen Stelle in den Fluss steigen, weil er ständig sich bewegt, weil er ständig im Fluss ist und das ist passiert mit unserem Leben auch. Und ich gehe davon aus, dass du es verdient hast, das bestmögliche Leben zu leben, dass du es verdient hast, glücklich zu sein, dass du es verdient hast, die Freiheit zu haben, dass du dein Leben so richtig genießen kannst, dich genießen kannst. Dafür bin ich hier, dafür mache ich, was ich tue, dafür bin ich Coach und habe unterschiedliche Angebote für unterschiedliche Bedürfnisse erschaffen und begleite Frauen wie dich auf diesem Weg.
Mir ist es ein Anliegen, dich zu begleiten, weil ich einfach weiß, gemeinsam es zu schaffen ist um vieles leichter. Es gelingt einem um vieles leichter, auch mir mit meinem Coach, mit meinen Mentoren, neue Sichtweisen zu generieren, neue Inspirationen zu bekommen. Und jetzt ist es wichtig, dass auch ich nicht nur Podcast-Hörerin bin oder mich bei bestimmten Blogs einschreibe und die Newsletter konsumiere, sondern es ist wichtig, dass ich sie umsetzen kann. Und das ist so ein bisschen die Krux oder der Knackpunkt, dass man oft glaubt, wenn man es liest oder hört, reicht es schon, aber man muss es auch umsetzen. Man muss es tatsächlich tun. Das heißt, wann auch immer du von mir Tipps bekommst in den Podcasts, wann immer es so Reflexionsfragen gibt, schnapp dir einen Zettel, schreib es auf, vielleicht am besten von Hand, denn dann bleibt erwiesenermaßen mehr hängen oder es macht mehr mit dir, als wenn du es nur durchdenkst und nur hörst. Aus diesem Grund gibt es auch dein Zeitraum wieder. Wenn du schon länger mich verfolgst, dann weißt du, dass ich einen Mitgliederbereich habe, der nennt sich dein Zeitraum und da geht es genau um deine persönliche Weiterentwicklung. In meinem Mitgliederbereich gibt es monatlich ein Thema, wo wir uns Woche für Woche detailliert in kleinen Schritten dem Thema nähern und du die Möglichkeit hast, dich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Sei es die Planung, sei es die eigenen Grenzen, sei es Achtsamkeit zu üben. Alle Elemente vom klassischen Stress- und Zeitmanagement, alle klassischen Elemente, um sich zu stärken, um die eigene innere Kraft zu stärken, sind in diesem Mitgliederbereich und du bist dort Teil von einer großartigen Community. Ich liebe die Frauen, die dort drin sind. Sie sind einfach toll. Dort gibt es Austauschmöglichkeit für alle, die die wollen. Die, die nicht wollen, können den Weg gerne mit mir zusammengehen, ohne Teil der Community zu sein. Das ist überhaupt kein Problem. Aber ich weiß einfach, dass Veränderungen viel leichter möglich werden, wenn man Teil einer Gruppe ist. Und zwar einer Gruppe, die einem wohlgesonnen ist, die das Beste für dich möchte. Und dafür ist dein Zeitraum. Dort gibt es zu jedem Schwerpunktthema kleine Häppchen, die du wöchentlich bekommst. Und es gibt einmal im Monat einen kleinen Workshop, in dem wir über dieses Thema sprechen und über die Hürden und Stolpersteine, die dort aufgetaucht sind. Also wenn du Lust hast, im Januar gibt es wieder einen kurzen Zeitraum, bei dem ich diese Tore öffne zum Mitgliederbereich. Und wenn dich das interessiert und du sagst, ja, ich möchte die Veränderung gehen und ich möchte sie vor allem erfolgreich gehen, dann trag dich ein in die Warteliste unter www.katjaschmalzel.com/dein-Zeitraum und du bekommst auf jeden Fall per E-Mail von mir Bescheid, wann es losgeht. Es wird Ende Januar soweit sein. Sei gespannt. Ich hoffe, du bist Teil des Ganzen. Ich hoffe, du nimmst dein Leben in die Hand und schaust, dass du es besser machen kannst, dass du es so gestalten kannst, dass du dich wohlfühlst. Und ich freue mich, wenn du weiterhin Teil bist von meinem Podcast, von meinem Videos von meinen Produkten und natürlich freue ich mich, wenn du bei iTunes eine Sternebewertung hinterlässt, denn das hilft mir, meinen Podcast ein wenig nach oben zu bringen und noch mehr Frauen zu erreichen und helfen zu können. Jetzt wünsche ich dir eine ganz großartige Woche. Wie gesagt, vergiss nicht, dich einzutragen für die Warteliste und wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dahin, ciao, ciao.